Zeilen habe ich schon oft singen gehört und es hat mich gefreut und auch ein bisschen geärgert, wenn ich nämlich merkte, dass manche dieses so oder so sangen, als würden sie singen sowieso. Ich dachte aber, als ich dieses Lied schrieb, an den guten Satz von Marx, der sagte, dass die Menschheit entweder einen Weg zum Sozialismus, zu einer kommunistischen Gesellschaft finden wird, oder sie wird in die Barbarei versinken. So oder so. So oder so, die Erde wird rot. Entweder Leben rot oder Todrot. Wir mischen uns da bis hinein. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. Und Frieden ist nicht mehr nur ein Wort aus Lügnerschnauzen für Massenmord. Kein Volk muss mehr nach Frieden schreien. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. Ja, Wohlstand wollen wir gern anstatt. Denkt ja nicht, dass ich euch jetzt mit diesem alten Lied langweile. Ich habe ein paar neue Strophen geschrieben. Die deutsche Einheit wir dulden nicht. Dass nur das schwarze Pack davon spricht. Wir wollen die Einheit, die wir meinen. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. Einheit der Linken in Ost und West. Dann wird abstinken die braune Pest. So reißen wir die Mauer ein. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. Die BRD braucht eine KP. Ja. Wie ich sie wachsen und reifen seh. Unter Italiens Sonnenschein. So soll es sein, so soll es sein, so
Nur ein Pfeifer. Ihr sollt nicht höflich zu mir sein. In der DDR wurde jetzt endlich spät, aber nicht zu spät, das politische Testament von Rosa Luxemburg veröffentlicht. Das ist ein großer Fortschritt für unser Land. Im vierten Band ihrer gesammelten Werke, begraben, aber leicht zu finden, ihre Schrift Die russische Revolution. Niemand hat jemals leidenschaftlicher die Oktoberrevolution gefeiert und historisch gewürdigt und niemand auch leidenschaftlicher davor gewarnt, sie zum Modell zu machen für alle nachfolgenden Revolutionen. Rosa Luxemburg schrieb damals: Ohne allgemeine Wahlen, ungehemmte Presse und Versammlungsfreiheit, freien Meinungskampf, erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution, wird zum Scheinleben, in der die Bürokratie allein das tätige Element bleibt. Das öffentliche Leben schläft allmählich ein. Einige Dutzend Parteiführer von unerschöpflicher Energie und grenzenlosem Idealismus dirigieren und regieren. Unter ihnen leitet in Wirklichkeit eine Handvoll Funktionäre. Nein, das war nicht ganz korrekt. Unter ihnen leitet in Wirklichkeit ein Dutzend hervorragender Parteiarbeiter und eine Elite der Arbeiterschaft wird von Zeit zu Zeit aufgeboten zu Versammlungen, um den Reden der Führer Beifall zu klatschen, vorgelegten Resolutionen einstimmig zuzustimmen. Im Grunde eine Klickenwirtschaft, eine Diktatur allerdings, aber nicht die Diktatur des Proletariats. Sondern die Diktatur einer Handvoll Politiker. Das heißt, Diktatur im bürgerlichen Sinne. Die DDR braucht endlich und wie. Rosas rote Demokratie. Stimmt ihr mir zu? Dann stimmt mit ein. So. Ja, wie lange soll ich denn die Ton aufhalten? So. Soll es sein. So soll es sein. So wird es sein. Trotz aller Meinungsverschiedenheit sind wir zur breiten Volksfront bereit. Schluss mit den blöden Sektierereien. So. Kein Kommunist wird länger bedroht mit Maulkorb oder Berufsverbot.
keine Gesinnungsschnüffelei. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. Kein Spitzel findet da Arbeit mehr. Das gibt ein Arbeitslosenheer. Mensch, ist das schön zu prophezeien. So, so soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. Freiheit! Freiheit! Freiheit von Freiheitsdemagogie! Nehmt euch die Freiheit, sonst kommt sie nie! Auch Liberale werden wir befreien, so! So soll es sein, so wird es sein. Dem Bourgeois auf die Finger schauen, das genügt nicht, auf die Pfoten hauen. Wollen wir das fette Bürgerschwein? So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. Keiner wird arbeitslos und noch das. Jeder hat an seiner Arbeit Spaß. Keiner hängt rum mit Stempelschein. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. Kein Liebespaar wird uns mehr geschasst zu lebenslänglichem Eheknast. Die Untertanenfabrik geht ein. So soll es sein, nein, ich weiß nicht. Manchmal bin ich nicht mehr meiner Meinung. Habe ich schon die Strophe mit dem Wohlstand gesungen? Die ist doch so wichtig. Ja, Wohlstand wollen wir gern anstatt, dass uns am Ende der Wohlstand hat. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. Sie selbst, na endlich, die Revolution. Sie revolutioniert sich schon. Sie wirft auf sich den ersten Stein. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. So oder so, die Erde wird rot. Als ich diese Zeile schrieb, dachte ich auch an das gute Wort von Brecht.
Er sagte, die Morgenröte einer neuen, besseren Zeit kommt aber nicht, wie das Morgenrot kommt nach durchschlafener Nacht. So oder so, die Erde wird rot, entweder lebenrot oder totrot. Wir mischen uns da ein bisschen rein, so. Mein Freund hat mir gesagt, sag den Leuten ruhig ehrlich, dass du aufgeregt bist, dann bist du vielleicht nicht mehr so aufgeregt. Ich habe mir natürlich in den 14 Tagen, die ich jetzt Zeit hatte, überlegt, was ich hier singen soll, welche Lieder nicht, welche lieber doch. Das habe ich heute gar nicht aufgeschrieben, aber ich bin zu jeder Schandtat bereit. Ich habe mir überhaupt gedacht, am besten halte ich mir die Leute vom Halse, wenn ich immer viel Lieder singe. Aber ich wollte, falls ihr einverstanden seid, wirklich, es ist keine Fernseh- und Showfrage, die ich euch hier stelle, sondern ich meine wirklich, wir können hier gut miteinander reden auch. Es ist ja gar nicht so groß. Als ich hörte, dass 6.500 Leute hier sein sollen oder noch mehr sind, glaube ich, jetzt drin, da kriegte ich einen Bammel. Aber irgendwie kommt es mir gar nicht so übergroß vor. Vielleicht kommt es daher, dass ich die ganzen letzten 12 Jahre immer im Zimmer gesungen habe. Ich habe mir auch überlegt, ich werde nicht hier im Westen den Affen machen und meinen eigenen Schallplatten hinterherrennen, nicht wahr? Wenn ihr in Hi-Fi-Qualität und perfekt irgendwelche Lieder hören wollt, könnt ihr die Schallplatten auflegen. Ich habe mich vorbereitet, also ich werde hier nicht sozusagen aus der Stümperei eine Tugend machen, aber ich will mich auch nicht verrückt machen mit so einem übertriebenen Perfektionismus, nicht wahr? Ich habe mir hier einen Fahrplan gemacht und da steht Ostlinke, Westlinke. Das soll ein Stichwort für mich sein. Bei mir zu Hause in der Chausseestraße treffen sich ja oft Westlinke und Ostlinke. Und das ist oft sehr interessant und lehrreich für beide Teile. Und das sollte es in größerem Maße öfter geben können. Aber falls das mal so weit kommt, was ja nicht ausgeschlossen ist, möchte ich euch aus meinen Erfahrungen
vor etwas warnen. Ich habe nämlich die Beobachtung gemacht, dass wenn solche sympathischen, fortschrittlichen, wie auch immer, Linken aus dem Osten und Westen zusammensitzen, kommen sie sehr oft und sehr schnell, ohne es selbst zu merken, in einen makaberen Wettstreit. Beide nämlich wetteifern nach kurzer Zeit darin, dem anderen vorzuführen, wie schlimm es bei ihm zu Hause in seiner eigenen Gesellschaft ist. Na, zu klasse finde ich das nicht. Naja, ich habe das falsch verstanden. Ich meine, dann fangen meistens die Leute aus der DDR an und sagen, ja, bei uns ist es so furchtbar, nicht wahr? Da kommst du für einen einzigen Witz über die Stasi schon 3,5 Jahre nach Cottbus in den Knast, nicht wahr? Wieso, sagen dann die Westler, das kann doch nicht angehen, für einen Witz bist du denn beknackt, nicht wahr? Ja, sagen die, da hat einer einen Witz über die Stasi erzählt, dass die auf der Yacht waren und haben nur einen Hasen gefangen und stehen alle um den Hasen rum und treten den immer und sagen, das gibst du endlich zu, dass du ein Wildschwein bist. Und 3,5 Jahre, das ist doch ein bisschen teuer. Dann sagen die Westlinken, ja, das ist vielleicht nicht so schön, aber denk mal, wie es bei uns ist. Da gehen die Leute ohne und mit und ohne Witz in den Knast und werden weggefangen in Argentinien, wie der Genosse Zielschank, werden eingesperrt, werden gefoltert und haben überhaupt keine Chance, nach 3,5 Jahren irgendwann wieder rauszukommen, lebend. Dann sagen die DDR-Leute, na ja, das ist natürlich schlimm in Argentinien. Da sagen die, nee, mein Lieber, was heißt hier Argentinien? Guck doch mal, wie es in Westdeutschland ist. Ja, das weiß ja unser eins gar nicht, nicht wahr? Im Neuen Deutschland steht ja auch nicht so viel darüber. Und dann sagen die DDR-Leute wieder, ja, aber stell dir mal vor, ein Lehrer hier bei uns unterschreibt nicht, dass er für den Einmarsch in die Tschechoslowakei ist und verliert seinen Beruf und arbeitet heute noch als Arbeiter, als Hilfsarbeiter in der Fabrik. Ne? Ja, sagen die dann, das ist natürlich schlimm, aber bei uns, da kann er überhaupt nicht rausgeschmissen werden, weil er überhaupt nicht erst eingestellt wird. Ich habe diese vielleicht etwas leider nicht übertriebenen Beispiele aufgeführt, um euch die ganze Absurdität dieses Streits vor Augen zu führen. Denn ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich bin zu der Auffassung gelangt, dass es immer dort am schwersten ist zu leben, wo man wirklich lebt. Das heißt, wo man kämpft und sich einmischt auf Seiten des Fortschritts, je nachdem, wie es in dem Land gerade ist, wo man ist. Oder was? Nein? In diesem Sinne ist es richtig, wenn man sagt, wie Hölderlin gesagt hat in seinem berühmten Brief an die Deutschen, so kam ich unter die Deutschen aus dem Hyperion, wir sind Fremdlinge im eigenen Lande. Das heißt das doch, dass gerade die aufrichtigsten, empfindsamsten, leidenschaftlichsten, die nicht ertragen können, das Unrecht, die Barbarei, die Ausbeutung in dem Lande, in dem sie leben und nicht in irgendeinem Lande der Welt und sich dort einmischen, dass sie dort, wo sie zu Hause sind, eigentlich am meisten die Fremdlinge sind. In diesem
diesem Lande leben wir wie Fremdlinge im eigenen Haus. Die eigene Sprache, wie sie uns entgegenschlägt, verstehen wir nicht, noch verstehen, was wir sagen, die unsere Sprache sprechen. In diesem Lande leben wir wie Fremdlinge. In diesem Lande leben wir wie Fremdlinge im eigenen Haus. Durch die zugenagelten Fenster dringt nichts, nicht wie gut das ist, wenn draußen regnet, noch des Windes übertriebene Nachricht vom Sturm. In diesem Lande leben wir wie Fremdlinge. Ausgebrannt sind die Öfen der Revolution, früherer Feuerasche liegt uns auf den Lippen, kälter, immer kältere Kälten sinken in uns. Über uns ist hereingebrochen solcher Friede, solcher Friede, solcher Friede. Könnt ihr ein Gedicht aushalten? Es ist nicht von mir. Na dann. Es ist von Hölderlin. Es gefällt mir sehr gut. Hölderlin schrieb auch so etwas wie eine Bilanzballade im ich weiß nicht wievielten Jahr. Ein Gedicht, das heißt Hälfte des Lebens. Mit gelben Birnen hänget, na, mal sehen, ob das Mikroport funktioniert. Das haben wir hier, bitte. Weil ich ja sonst hier einen Krampf kriege, wenn ich immer auf diesem Stuhl sitzen muss. Also, Hälfte des Lebens. Mit gelben Birnen, nee, hört man das? Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See, ihr holden Schwäne. Und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo, den Sonnenschein und wo, die Schatten der Erde. Die Mauern stehen sprachlos und kalt im Winde, klirren die Fahnen. Ich habe ein Lied geschrieben, jetzt gerade,
bevor ich losfuhr. In dem nämlich die Landschaft, die der Hölderlin in diesem schönen Gedicht beschreibt, von den Birnen, die in den See hineinhängen, wieder hochgeholt ist. Es ist ein leises Lied und ich möchte, dass vielleicht die Schlagzeuger hier unten mit den Apparaten mal einen Augenblick Pause machen, damit der Finger auch nicht steif wird. Nachher könnt ihr ruhig weitermachen. Ich will mich um Gottes Willen nicht bei euch unbeliebt machen. Aber dieses Lied ist ein leises und es ist nämlich deswegen so übertrieben wichtig, weil es zwei Schlusszeilen hat, die den Titel abgegeben haben für diesen Abend. Ich möchte am liebsten weg sein und bleibe am liebsten hier. Saßen noch lang im Kahn. Da war es, dass wir den Himmel, da war es, dass wir den Himmel am schönsten im Wasser sahen. Und durch den Birnbaum flogen, und durch den Birnbaum flogen paar Fischlein, das Flugzeug schwamm. Quer durch den See und zerschellte, quer durch den See und zerschellte, sachte am Weidenstamm. Was wird bloß aus unseren Träumen? Was wird bloß aus unseren Träumen? In diesem zerrissenen Land. Die Wunden wollen nicht zugehen, die Wunden wollen nicht zugehen unter dem Dreckverband. Und was wird mit unseren Freunden? Und was wird mit unseren Freunden? Und was noch aus dir, aus mir? Ich möchte am liebsten weg sein. Und bleibe am liebsten hier, am liebsten hier. Hier ist natürlich nicht hier, nicht wahr? Ja, dieses Lied, diese beiden Zeilen, die habe ich nicht umsonst ausgewählt für heute Abend. Sie drücken sehr genau den politischen Gemütszustand vieler junger Menschen, vieler junger Leute in der DDR aus. Und vielleicht könnt ihr diese Zeilen für euch auch zweckentfremden.
Ja. Ist natürlich gut gesagt, hier bleiben, ne? Oder dort bleiben vielmehr. Denn das Dableiben in einem Land, das kann ja sehr Verschiedenes bedeuten. Es kann sein, dass man sich bequem in die Misere einrichtet. Man kann aus Faulheit auch irgendwo bleiben. Man kann auch bleiben, um irgendeine billige Karriere zu machen oder eine teure. Man kann aber auch bleiben, um sich einzumischen. Ich habe ein Gedicht geschrieben über diese sehr verschiedenen Möglichkeiten der Fortbewegung nach oben. Es ist ein Gedicht, angeregt durch eine sehr schöne Plastik des DDR-Bildhauers Fritz Krämer. Sie heißt Der Aufsteigende. Das ist so ein kleines Ding, ein Torso aus Bronze, nackter Mann, der gerade in der Pose festgehalten ist vom Bildhauer, wo er, ja man könnte sagen, wo er aufsteigt. Fritz Krämer, Bronze, der Aufsteigende. Mühsam aufsteigender, stetig aufsteigender, unaufhaltsam aufsteigender Mann. Mann, das ist mir ein schöner Aufstieg, der stürzt ja. Der stürzt ja fast. Der sieht ja aus, als stürze er, fast, sieht der ja aus, als könnte er stürzen, steigt aber auf. Der steigt auf, der steigt eben auf, der steigt aber mächtig auf, der hat Newtons berühmten Apfel gegessen, der da runtergefallen ist mit dem Pfeil gesetzt, der steigt eben auf. Noch nicht die kralligen Zehen, aber die Hacke riss er schon vom Boden, über das Knie zerren die Sehnen, das Bein aufbiegen und brechen zur Geraden, das wieder stemmt hoch ins Becken, die Hüften wuchten nach oben, aufwärts auch quält sich der massige Bauch, die den Brustkorb umgürten, die Muskelstränge, sie münden vorbei am mächtig gebeugten Kopf in jener Schulter, ergießen sich dann in jenen Arm und stürzen weiter bis in die Hand, schnellen hoch in die Fingerspitzen. Ja, dieser Fleischklotz strebt auf, dieser Koloss steigt und steigt, das ist eben ein Aufsteigender, der steigt unaufhaltsam auf, mühsam, ich sagte es schon, diesen Mann da nennen wir zu Recht den Aufsteigenden. Nun sagt uns nur noch das. Wohin? Steigt dieser da? Da oben, wohin er steigt? Was ist da? Ist da überhaupt oben? Du, steigt er zu uns auf oder steigt er von uns auf? Geht uns der voran oder verlässt er uns? Verfolgt er wen oder flieht er wen? Macht er Fortschritte oder macht er Karriere?
Oder soll er etwa, was wir schon ahnten, ein Symbol sein der Gattung Mensch? Steigt das da auf zur Freiheit? Oder, was wir schon ahnten, zu den Fleischtöpfen? Oder steigt da die Menschheit auf im Atompilz zu Gott? Und, was wir schon ahnten, ins Nichts? Ein Satz. Ihr habt mir ja die Pointe versaut. Also gut, so viele Fragen um einen, der aufsteigt. Manchen höre ich bitter sagen, Sozialismus schön und gut. Aber was man uns hier aufsetzt, das ist der falsche Mut. Manche sehe ich Fäuste ballen in der tiefen Manteltasche, kalte Kippen auf den Lippen und in den Herzen Asche. Wartest du auf bessere Zeiten, wartest du mit deinem Mut gleich dem Tor, der Tag für Tag an des Flusses Ufer warten, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen. Manche raufen sich die Haare, manche seh ich hasserfüllt, manche seh ich in das Wolltuch des Schweigens eingehüllt. Manche hör ich abends jammern, was bringt uns der nächste Tag? An was sollen wir uns noch klammern? An was, an was, an was? Wartest du auf bessere Zeiten? Wartest du mit deinem Mut gleich dem Tor, der Tag für Tag an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen? Manche hoffen, dass des Flusses Wasser nicht mehr fließen kann. Doch im Frühjahr, wenn das Eis taut, fängt es erst richtig an. Manche wollen diese Zeiten wie den Winter überstehen. Doch wir müssen Schwierigkeiten bestehen, bestehen, bestehen. Warte nicht auf bessere Zeiten, warte nicht mit deinem Mut gleich dem Tor, der Tag für Tag an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen. Viele werden dafür sorgen, dass der Sozialismus blüht. Heute, heute nicht erst morgen, Freiheit kommt nie verfrüht. Und das beste Mittel gegen Sozialismus, sag ich laut, ist, dass ihr den Sozialismus aufbaut, aufbaut, aufbaut. Wartet nicht auf bessere Zeiten, wartet nicht mit eurem Mut gleich dem Tor, der Tag für Tag an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen, die doch ewig fließen. Ja, das ist. Das ist ein altes DDR-Lied. Für die DDR ein altes Lied. Für die BRD Zukunftsmusik. Denn ich habe allerdings die Hoffnung,
dass es auch in der Bundesrepublik sich mal ändert in Richtung auf eine sozialistische Gesellschaft. Das klingt vielleicht utopisch, wenn ich jetzt hier diese Gesellschaft gesehen habe, diese Tare, die Autos, die Geschäfte, diese Menschen und alles. Habe ich gedacht, mein Gott, was soll das werden? Aber auf die Dauer wird auch Westdeutschland nicht drumherum können. Der Sozialismus ist sozusagen nur dadurch zu vermeiden, indem man ihn aufbaut. Dann hat man ihn schnell hinter sich und kann zum Kommunismus vor. Ja. Und ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Aber ich, das denkst du vielleicht. Ja. Warte, nochmal. Ach, Mensch. Nee, das sind ja diese alten Lieder. Naja, es ist auch schön. Das habe ich wirklich schon vergessen. Das passt mir auch nicht mehr so richtig. Es ist zwar richtig, aber es ist auch nicht richtig. Keiner tut, du, was du, der tut, was er tun darf. Was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Naja, vielleicht, wenn wir nachher noch Zeit haben, wenn wir schön fleißig vorangehen, ihr klatscht nicht so viel, ich rede nicht so viel, nicht wahr? Dann können wir hinten noch was ranhängen. Wirklich. Ich bin wirklich immer noch in einem Zustand, in dem man mich nach so langen Jahren bitten muss, nicht zu singen. Ich meine aber allen Ernstes, dass ja die Bundesrepublik, die so ein hochentwickeltes Industrieland ist, mit so einer großen, bedeutenden Arbeiterklasse, ja doch, das ist die Möglichkeit, die zur Wirklichkeit werden kann und muss. Und das hört sich ulkig an, aber es ist ja ernst so. Und in der Bundesrepublik könnte vielleicht dieser Weg etwas leichter gehen, als er in der DDR gehen musste. Die DDR hat es sehr schwer gehabt, nach dem Krieg, diesem kleinen, kleineren, weniger kräftigen Land. Noch dazu ein Sozialismus serviert gekriegt von der Roten Armee, der eben, wie es in meinem Wintermärchen heißt, halb Menschenbild, halb wildes Tier war. Anderer war nicht zu haben. Und deswegen war er auch gut. Aber nun muss man ja nicht immer wieder die alten Fehler machen. Und vielleicht können die Fehler in der DDR, die Erfahrungen vornehmer ausgedrückt, auch etwas nützen. Aber natürlich nur, wenn man sie zur Kenntnis nimmt. Wenn man die Gnade hat, sie zur Kenntnis zu nehmen. Damit nicht alles umsonst ist. Und dabei muss man auch immer zu weit gehen. Meine Freunde, meine Genossen in der DDR werden oft behelligt mit dem Satz, geht ihr da nicht ein bisschen zu weit? Ich meine wirklich, dass man zu weit gehen kann. Man kann zu weit gehen. Aber man muss zu weit gehen. Auch das zu weit gehen hat sein Maß. Merkt ihr schon, auf welches Lied ich zusteuere? Ballade für einen wirklich tief besorgten Freund. Und wusch ich mit Liedern die brennenden Wunden. Wer hat sie gerissen? Na, ich doch wohl nicht. Und hab ich Geschwüre am Staatssteiß gefunden. Erfunden, mein Freund, habe ich sie doch nicht. Und bin ich
verflucht nochmal ein Verbrecher, wenn ich auch von unseren Verbrechen berichten. Bin ich denn der Finsterling, weil ich, du leuchte in all dieser Finster, in all dieser Finster, in all dieser Finsternis, schreie nach Licht. Was hast du im Schädel, Dreck oder Stroh? Du bist so dumm, oder tust du nur so? Du sagst uns, es nütze dem Klassengegner, wenn wir Kommunisten den eigenen Staat ausmisten und dabei noch Spottlieder grölen auf den jugoslawischen Machtapparat. Du rat mal, wem nützt es den Klassenfeinden oder etwa dem Proletariat, wenn jeder, der hier mal die Wahrheit küsste, sofort einen Knebel, sofort einen Knebel, sofort einen Knebel im Zahnfleisch hat. Was hast du im Schädel, Dreck oder Stroh? Du bist so dumm, oder tust du nur so? Du sagst uns, du seist ja im Grund deines Herzens ein Kommunist und auf unserer Seite wir seien nur ein bisschen zu weit gegangen, womöglich auch ein bisschen aus Eitelkeit. Mein Lieber, das kommt von der Arbeitsteilung. Der eine schweigt und der andere schreit. Wenn solche wie du entschieden zu kurz gehen, dann gehen eben andere, dann gehen eben andere, dann gehen eben andere ein bisschen zu weit. Was hast du im Schädel, Dreck oder Stroh? Du bist so dumm oder tust du nur so? Zueignung. Die Ballade ist gewidmet jenen sogenannten guten, wirklich tief besorgten Freunden, revolutionäre Zitterer, die mich quälen, mürben eh öden, wenn sie mir mit gleichen bitterer, müder Klassenkämpferpose unseren Feind im Westen zeigen, mit gestrichen voller Hose, aber hier, nee, dort im Osten, schweig. Sie ja, jetzt bin ich herausgekommen. Mit dem Osten-Westen, es ist verflucht. Das Lied könnt ihr ja perfekt auf der Platte hören, nicht wahr? Ja. Ja, die guten Leute brauchen auch manchmal ein paar gute Leute. Und die Ermutiger, die brauchen auch Ermutigung. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du es hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid. Doch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenzeit. Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken schon vor dem großen Streit. Schon vor dem großen Streit. Lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen gerade deine Heiterkeit, gerade deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit.
Das Grün bricht aus den Zweigen. Wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid. Dann wissen sie Bescheid. Ja, ja, das ist ein Lied, das mir gut gefällt. Und das hätte ich bestimmt nicht schreiben können, wenn es nicht Meister Brecht gegeben hätte. Ich weiß nicht, wie das mit dem Brecht hier in der BRD ist. Ich glaube, von einigen wenigen Leuten wird er zum Denkmal degradiert und von vielen Leuten wird er einfach nicht gekannt. Brecht hat ein sehr schönes Gedicht geschrieben, ein großes Gedicht, vielleicht sein bestes. Mir gefällt es jedenfalls am besten. Das Gedicht an die Nachgeborenen. Habt ihr Lust, den dritten Teil davon zu hören? Ich kann es nämlich auswendig. Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind, gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finstern Zeit, der ihr entronnen seid. Gingen wir doch öfter als die Schuhe, die Länder wechselnd, durch die Kriege der Klassen, verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Dabei wissen wir doch, auch der Zorn gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge, auch der Hass über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es soweit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unserer mit Nachsicht. Bei mir um die Ecke ist gleich der Friedhof, wo der Brecht begraben ist. Da gehe ich manchmal spazieren. Da bricht das Grün aus den Zweigen, wie es im Lied heißt, nicht nur im symbolischen Sinne. Dort liegt aber auch die große Schauspielerin Helene Weigel. Und da liegt der Hegel, ein sehr wichtiger Mann. Ja, ich habe in einem Programm vorbereitet auch ein Gedicht über das Elend der Philosophie und sowas mit Hegel, aber ich will euch nicht damit behelligen. Ich habe mich vorher mit Freunden unterhalten, die sagten, Mensch, du musst dort, wenn so viele Leute sind, da musst du auch nicht so dicke Dinger loslassen. Und nicht so feinen Pingelkram. Und dann sind ja auch die vielen IG Metall-Leute da. Ne? Und so. Ich bin sehr froh, dass hier so viele IG Metall-Leute drin sind. So. Was ist? Ich würde sehr gerne was darüber sagen, aber ich möchte hier
nicht unsinniges Zeug erzählen. Vielleicht willst du was darüber sagen. Denn du lebst hier in diesem Lande. Das heißt nicht, dass ich mich hier nicht einmischen will. Ich halte gar nichts von dieser Vornehmheit. Verstanden, danke, danke. Also, der Kollege hat kein Mikrofon, das ist sehr schade. Ich habe nur noch gehört den Satz, ich will ihn gerne übersetzen, wir von der KPD. Was? Lass sie doch mal reden! Nein, nicht mit Platzen kaputt machen! Ich will nicht die Tatsache missbrauchen, dass ich hier nun die Mikrofone habe und dass ihr alle gekommen seid, um meine Lieder zu hören. Ich glaube, schon an der Tonart, in der der Freund dort sprach, sieht man, dass es sehr wichtig ist, was er sagt. Vielleicht ist es falsch oder halb richtig. Und wenn es in der Gewerkschaft Maßnahmen gegen Kommunisten gibt oder die sich dafür halten, dann, was war das? Ja, ich soll dich mitnehmen. Ich wäre sehr froh, wenn wir alle zusammen begreifen würden, dass zum Beispiel die Beschreibung eines Friedhofes etwas sehr Lebendiges sein kann und etwas sehr Politisches. Auf diesem Friedhof bei mir um die Ecke liegt auch der große Komponist der Arbeiterklasse Hanns Eisler. Mein verehrter Lehrer, dem ich sehr viel verdanke, und da liegen der Genosse Wolfgang Langhoff, der Antifaschist, der Theatermann, der mitgearbeitet hat an der Schaffung des berühmten Liedes von den Moorsoldaten. Wir gehen manchmal 20 Minuten die Mittagszeit nicht zu verlieren. Zum Friedhof der Hugenotten, gleich hier ums Eck spazieren. Da duftet und zwitschert es mitten, im Häusermeer blüht es unten nach. Paar wohlvertrauten Schritten, hörst du keinen Straßenkrach. Wir hakeln uns Hand in Hand ein und schlendern zu Brecht seinem Grab.
aus grauem Granit da sein Grabstein, passt gerade für prächtig schlecht. Und neben ihm liegt Helene, die große Weigel ruht aus von all dem Theaterspielen und Kochen und Waschen zu Haus. Dann freuen wir uns und gehen weiter und denken noch beim Küsse geben, wie nah sind uns manche Tote doch, wie tot sind uns manche, die leben. Wir treffen das uralte Weiblein, das harrt da und pflanzt da und macht. Und sieht sie uns beide kommen, dann winkt sie uns ran und lacht. Die Alte erzählt uns von 18 November Revolution. Die erschossen sich die Spartakisten mit kaiserlichen Iflon. Karl Liebknecht und Luxemburg Rosa, so muss es den Menschen ja gehen. Lebendig und totgeschlagen habe ich sie noch beide gesehen. Als ich noch ein junges Ding war, ich bin ja schon viel zu alt. Von hier bis zur Friedrichstraße war alles noch dichter Wald. Dann freuen wir uns und gehen weiter und denken noch beim Küsse gehen. Wie nah sind uns manche Tote doch, wie tot sind uns manche, die leben. Da liegt allerhand große Leute und liegen auch viel kleine Leute. Da stehen riesengroße Platanen, dass es die Augen freut. Wir gehen auch mal rüber zu Hegel und besuchen dann dich dabei. Hans Eisler, Wolf Langhoff, John Hartfield wohnt gleich in der Nachbarei. Von Becher kannst du da lesen ein ganzes Gedicht schön in Stein. Der hübsche Stein da aus Sandstein, ich glaub, der wird haltbar sein. Die Sonne steht in den Büschen, die Spatzen jagen sich wild. Wir halten uns fest und tanzen durch dieses grüne Bild. Dann freuen wir uns und gehen weiter und denken noch beim Küsse gehen. Wie nah sind uns manche Tote doch, tot sind uns manche, die leben. Wollt ihr ein kleines Gedicht, Gedichtlied hören? Über Meister Brecht? Alle sollen reden. Nee, alle nicht. Na. 3 Jahre nach seinem Tode ging Herr Brecht vom Hugenottenfriedhof die Friedrichstraße entlang zu seinem Theater. Auf dem Wege traf er 2 dicke Frauen, einen dicken Mann, einen Jungen. Was dachte er? Das sind doch die Fleißigen vom Brecht-Archiv.
Was dachte er? Seid ihr immer noch nicht fertig mit dem Ramsch? Und er lachte sich eins, dass er denen so viel Arbeit gemacht hatte. Und er lächelte unverschämt bescheiden und war zufrieden. Ja, man kann sich aber nicht nur immer an den Toten freuen, ne? Man muss sich auch mal über die Lebenden. Die kalten Frauen, die mich streicheln, die falschen Freunde, die mir schmeicheln, die scharf sind auf die scharfen Sachen und selber in die Hosen machen. In dieser durchgerissenen Stadt, die hab ich satt. In dieser durchgerissenen Stadt, die hab ich satt. Und sagt mir mal, wozu ist gut die ganze Bürokratenbrut? Sie wälzt mit Eifer und Geschick dem Volke über das Genick. Der Weltgeschichte großes Rad, die hab ich satt. Der Weltgeschichte großes Rad, die hab ich satt. Was haben wir denn an denen verloren? Diesen deutschen Professoren, die wirklich manches besser wüssten, wenn sie dich täglich fressen müssen. Beamte, feige, fett und platt, die hab ich satt. Beamte, feige, fett und platt, die hab ich satt. Die Rekrutenschwinder, sie brechen schon das Kreuz der Kinder, sie pressen unter allen Fahnen die idealen Untertanen. Gehorsam, fleißig, geistig, matt, die hab ich satt. Gehorsam, fleißig, geistig, matt. Die Dichter mit der feuchten Hand, dichten zugrund das Vaterland. Das Ungereimte reimen sie, die Wahrheit zu verleimen sie. Dies Pack ist käuflich und allglatt, die hab ich satt. Pack ist käuflich und allglatt, die hab ich satt. Der legendäre kleine Mann, der immer litt und nie gewann, der sich gewöhnt an jeden Dreck, kriegt er nur seinen Schweinespeck. Und träumt im Bett vom Attentat, den hab ich satt. Und träumt im Bett vom Attentat, den hab ich satt.
überhaupt ist ja zum Schreien. Der ganze deutsche Skatverein, dies dreigeteilte deutsche Land, und was ich da an Glück auch fand, da steht auf einem anderen Blatt, ich habe es ab. Der legendäre kleine Mann. Was? Pause? Oh. Haltet ihr noch ein bisschen durch? Ja, ich wollte doch die Pause erst später machen. Ich weiß nicht, nach welcher Ökonomie eine Show gemacht werden muss. Ich habe keine Übung darin. Ist vielleicht auch kein Nachteil, nicht wahr? Aber, Mensch, jetzt kommen da noch so wichtige Sachen. Ich kann ja weniger reden und mehr singen oder was? Na, also ist auch egal. Wir machen jetzt so weiter und dann ist gut. Ja, ich wollte über die Gewerkschaft reden. Und zwar über die Gewerkschaft in der DDR. Mögen die anderen von ihrer Schande sprechen, heißt es bei Brecht. Naja. Jedenfalls, nein, ich wollte hier keine dunklen Andeutungen machen. Ich wollte sagen, dass die Gewerkschaft in der DDR sich ja selbst versteht als eine Art Transmissionsriemen der Partei zu den Arbeitern herunter. Wie bitte? Ja. Lenin kann man auch gut missverstehen, wenn man sich Mühe gibt. Außerdem stammt dieses schöne Bild von Transmissionsriemen aus dem 19. Jahrhundert, wo so eine Kraftmaschine war und die lieferte dann eine Antriebswelle, da waren dann verschiedene Transmissionsriemen, die zu den einzelnen Webstühlen, Drehbänken und so weiter hingingen. In der modernen Industrie hat jede Drehbank ihren Elektromotor. Das Bild ist etwas veraltet, aber wenn es richtig wäre, wäre es mir auch recht. Das Problem ist, dass die Arbeiter natürlich es schwer haben, für ihre ökonomischen Interessen mit Hilfe der Gewerkschaft unmittelbar zu kämpfen. Weil ja in der offiziellen Vorstellung bei uns in der DDR die Partei der Arbeiterklasse sowieso schon die Interessen der Arbeiter vertritt. Also muss auch niemand, Gewerkschaft oder wer auch immer, gegen die Partei und Staatsführung die Interessen der Arbeiter durchsetzen. Das mag in manchen Dingen sogar so sein. Ich will das gar nicht hier abtun, aber es hat natürlich auch seine Tücken. Und ich weiß nicht, wie das hier im Westen ist. In der DDR gibt es eine hochentwickelte Form der Selbsthilfe der Arbeiter, nämlich, dass sie sich persönlich bereichern, dass sie klauen dort, wo sie arbeiten. Ich habe dagegen überhaupt nichts, außer dass ich sehr viel dagegen habe. Denn das mag zwar eine geeignete Methode sein, um
sich einen größeren Anteil am gesellschaftlich erwirtschafteten Reichtum zu beschaffen. Aber es ist natürlich eine Form, die für die Gesellschaft sehr, sehr kostspielig ist. Es gehen ungeheure Werte dabei flöten. Es ist nicht übersichtlich. Man kann auch nicht immer so zielstrebig klauen. Man hat auch mal was Falsches erwischt. Nicht wahr? Und es gehen also ungeheure gesellschaftliche Reichtümer dabei auch kaputt. Außerdem, diejenigen, die so etwas machen, kriminalisieren sich ja dabei. Auch nicht sehr günstig. Wie bitte? Ach, die haben es meistens gar nicht nötig, mein Freund. Aber das führt eben dazu, wie mir mal ein Genosse, der im Bauwesen beschäftigt ist, sagte, weißt du, das geht schon manchmal so weit, wenn man 10 Häuser bauen will, muss man 11 planen. Eins ist irgendwie dann weg. Das verwandelt sich dann in auch sehr nützliche Dinge. Die sogenannten Datschen, wie es im DDR-Deutsch heißt. Also die Wochenendgrundstücke, nicht wahr? Da finden sich dann so die verschiedenen Einzelteile aus den Großblöcken wieder. Ist ja auch gut. Und ich habe eine Romanze geschrieben. Romanze von Rita. Moritat auf die sozialistische Menschengemeinschaft. Ballade auf die plebejische Venus. Und ihr Mann kam spät von Arbeit. Rita öffnet ihm die Wohnung und er stand vor ihr mit stieren Blicken, wirre Worte keuchend. Schnaps und Biere feuchter Hass schlug Rita aus dem Mann entgegen. Er griff ihr vom Arm das Baby und zerschmettert's auf der Schwelle. Vor Gericht und totennüchtern knirschte er zerknirscht die Gründe, zeigte auch den anonymen Brief vor, den er jenen Morgen in der Baubude beim Bier fand, worin stand, sein rotgehaartes Kind sei von dem wohlbekannten rotgehaarten Hecht beim Hochbau. Rita ging ihr Kind begraben, ohne Pastor und Verwandte, saß dann zwischen Bett und Bettchen in dem Hinterhof Parterre, saß auch Tage vor dem Gasherd in der Küche, die der Schwamm fraß, und am nächsten Montagmorgen wusch sie sich und ging auf Arbeit. Die Kollegen schoben Rita leichte Arbeit zu auf Arbeit und verschonten sie mit Mitleid. Und am nächsten Wochenende rückte die Brigade bei ihr ein mit Eimern, Pinseln, Farbe, renovierte in 2 bunten Tagen Ritas düstere Bude. Die Geschichte, die hier anfängt, hätte hier ihr düsteres Ende, ohne Ritas Kirschenaugen. Augen wie ein Baum voll Kirschen. Ohne diese traurig frechen, wilden Milch- und Honiglippen. Ohne Ritas Säulenschenkel, die den Garten Eden tragen. Ja, vollkommen unvollkommen wären Ritas schwielen zarte Streichelhände, unvollkommen ihre Butterbirnenbrüste, ohne diesen Dauerhunger ihrer eingesperrten Sehnsucht,
immer nach gestreichelt werden, von der Haut bis in die Seele. Paul Schuster, er war Lehrling, er kam nach der Schicht zu Rita, kam im Auftrag der Brigade, Türen und Fenster nachzustreichen, nach der Arbeit Korn mit Kaffee, Rita Rute, Paul wurde Kregel, Paul Schuster kam nun öfters mit dem Pinsel und der Farbe. Trotz der kollektiven Tünche fraß der Schwamm sich durch die Tünche, aus dem Lehrlingswohnheim schleppte Paul paar Kumpels mit zu Rita, die dem Paul die Leiter hielten, Eimerchen mit Latexfarbe gegen schwarze Wasserflecken. Diese Kumpels schluckte Rita. Rita schluckte diese wirklich hilfsbereiten jungen Helden. Doch was sind die kleinen Fische? Sprotten aus der Sprottenkiste gegen Maxe mit der Glatze, mit den Schaufelbaggerhänden, mit den Knochen aus Betonguss. Maxe kam vom Hoch- und Tiefbau. Und vom Bett aus an der Decke sah Max feuchten Putz abbröckeln. Und das nächste Mal ritt Maxe ein mit einem Kippermörtel, frisch vom Alex, und er brachte zum Verputzen gleich knallharte Kerle mit und die verputzte Rita nach getaner Arbeit. Rita teilte sich in viele Freuden, Trauer, tolle Nächte. Ihre Freier fuhren bei ihr vor mit Dumpern und Traktoren, aus geklauten Neubauteilen, bauten alle Mann der Rita Stück für Stück die Neubauwohnung in den abbruchreifen Altbau. Rita klotzte ran auf Arbeit, kochte abends Mittag, liebte, heizte Öfen, soff und tanzte, schickte Päckchen auch nach Bautzen, pflanzte Veilchen auf dem Friedhof. Dabei griffen viele Rita nicht nur brüderlich und nicht nur unter ihre drallen Arme. Feste wogten durch die Wohnung, Tag der Republik und Wahltag, Tag der Frau und Tag des Lehrers, Tag des Eisenbahners, auch am Tag des Buches und Geburtstag der von Rita, Lenin, Ulbricht. Grund zum Feiern fand sich immer, aber nie am Tag des Kindes. Blutrot von der Moritat fiel Rita bleich in die Romanze, und von da sank Rita tiefer in die fröhlichste Ballade. In verschärfte Freiheit fiel sie, seit ihr Mann gefallen war in die verschärfte Unfreiheit. Sie stöhnte Nacht für Nacht beim Träumen, und vom Hinterhof die Mieter lagen nächtelang gerädert, aufgegeilt und angewidert vom orgastischen Gegröle, Krach beim Kacheln, Krach beim Prügeln, wenn die Kerls sich gegenseitig morgens aus den Fenstern schmissen. Als der KWV-Verwalter, KWV ist die kommunale Wohnungsverwaltung, in der DDR der volkseigene Hauseigentümer, also das finde ich nun echt einen Vorteil. Ja. Wichtige Sache in der DDR. Aber wie auch immer, als der KWV-Verwalter Rita auf die Bude rückte, seufzte er und zückte eine Akte voll Beschwerdebriefe. Dann erlag er Ritas Lachen und bewilligte ihr eine Badewanne und das nächste mal dazu den Wasserboiler. Von der FDJ, die beiden bleichen Sekretäre kamen, knapp vom Thema Vietnamkrieg bis zum Thema Anerkennung, ehe sie wegen Paul und Kumpels
Rita noch zur Rede stellten, schwieg der eine schon beim Bierchen und der andere tatschte Rita. Die Gardinen zuzog Rita. Fahnenstoff aus rot und blauen, frischen FDJ-Beständen. Als der ABV sie mahnte, ABV ist der Abschnittsbevollmächtigte der Volkspolizei, in jedem Straßenviertel, paar Straßenzüge, wohnt immer ein Volkspolizist in einer normalen Wohnung und ist der ABV, der alle Leute dort kennt, gut kennt. Was? Beim ABV? Aber natürlich war ich da. Als der ABV sie mahnte, polizeilich, messerlippig, stellte er verschärfte Fragen, aber auch der Wohnblockbulle wankte hin den Weg des Fleisches. Und vom Baubetrieb von Ritas Mann, der Kaderleiter, rückte Rita peinlich auf die Pelle. Rita, seit dein Mann im Zuchthaus einsitzt, ist aus Neubauteilen hier ein Unzuchthaus entstanden, aber straflos rückte dieser Frau nicht auf die Pelle. Männlich sind die Machtorgane, die Organe der Gesellschaft, alle staatlichen Organe sind aus Männern. Gegen Menschen hilft der Mensch nicht, gegen Männer helfen Frauen. Und auf Rita starb die Gier nach Macht in Männern an der Großmacht der Begierden. Und durch Rita gingen jene Männer durch, wie sanfter Regen durch die Augenwimpern regnet. Rita sang die 8¾ Stunden jeden Tag am Fließband und sie juchzte, wenn die Freier Späße machten, immer dieses arme Leute, Dolce Vita. Weihnacht 70 fiel die Bombe. Aus dem Briefkuvert zog Rita eine Explosion aus knappen, strafvollzugsgenormten Worten. P. wird vorzeitig am 8.5. aus der Haft entlassen. Bis auf Neujahr hockte Rita stockbesoffen vor dem Gasherd. Kommt der Mörder P., auf den ich bange warte, dachte Rita, vor der Zeit aus seinem Zuchthaus muss auch ich und vor der Zeit aus meinem Hinterhof verschwinden. Oder, dachte Rita, besser, ehe er sieht, verschwindet einfach dieses Haus mitsamt den Mietern. Und da warf sie sich noch einmal lachend auf Berlin, das Dreckbett. Rita ließ noch einmal alle Teufel in den Himmel tanzen, griff sich einen alten Fummler, der saß hoch genug und sorgte prompt für einen guten Irrtum, vorgezogen, Ritas Haus kam in den Abriss etwas früher. Rita führte den geliebten Mörder gleich vom Knast in eine Lichtenberger Neubauwohnung und hier strauchelt die Romanze und die Moritat verendet und hier schrumpft auch die Ballade. Ein Roman schluckt Mann und Frau und ihre neuen Kinder leben. Wir haben mehr Zeit gebraucht, als ich denken konnte. Ich wollte das kleine Lied singen, lass mich deinen Rauchfang fegen auf den Dächern von Berlin. Marie, komm, wir wollen uns was erzählen von der guten neuen Zeit. Marie, komm, wir wollen uns was erzählen von der guten neuen Zeit. Und dann gehen wir auf die Straßen und verbreiten Heiterkeit. Und dann gehen wir auf die Straßen und verbreiten Heiterkeit. Das Lied haben wir hinter uns. Was brauchen wir die ganze Kunst dazu?
Aber ein Lied, das wollte ich gerne hier vorspielen. Ich schrieb es für einen Fernsehfilm. Denn wir wollen doch uns nicht so bescheiden, wie hier das Leben, das ich eben geschildert habe. Es ist in der DDR vor kurzem ein ganz großartiger Film aufgeführt worden. Ein sowjetischer Film, der heißt Die Prämie. Wenn er mal hier gezeigt wird, oder vielleicht wird er schon gezeigt, solltet ihr unbedingt euch diesen Film anschauen. Dieser Film zeigt zum ersten Mal auf eine überzeugende, sinnfällige Weise, dass die Arbeiterdemokratie, die in unserem Munde so oft eine schöne Phrase ist, gar keine Phrase sein muss. Dass die Arbeiter nicht nur das moralische, revolutionäre Recht haben, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln und nicht nur sich auch um gesellschaftliche Vorgänge im Ganzen kümmern sollen, sondern dass sie auch die Fähigkeit dazu haben. Wenn die Zeit länger wäre und wir wären hier nicht in so einer Showveranstaltung, dann würde ich lange und gerne euch diesen Film erzählen. Aber das ist natürlich Wahnsinn. Ich habe ein Lied geschrieben, das kann doch nicht alles gewesen sein. Das kann doch, oh, huh. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das bisschen Sonntag und Kinderschreien, das muss doch noch irgendwo hingehen, hingehen. Die Überstunden, das bisschen Kies und abends in ne Glotze das Paradies, dahin kann ich doch keinen Sinn sehen, Sinn sehen. Das soll nun alles gewesen sein, da muss doch noch irgendwas kommen, nein, da muss doch noch Leben ins Leben. Hey Kumpel, wo bleibt da im Ernst mein Spaß? Nur schaffen und raffen und husten und Hass und dann noch den Löffel abgeben. Eben. Das soll nun alles gewesen sein. Das bisschen Fußball und Führerschein, das war nun das donnernde Leben. Ich will noch ein bisschen was Blaues sehen und will noch paar eckige Runden drehen und dann erst den Löffel abgeben. Eben. Das Harmonium haut nicht richtig hin. Das gefällt mir nicht. Ich würde es lieber auf der Gitarre spielen, aber das mache ich vielleicht bei der nächsten Veranstaltung. Gegen die Bescheidenheit, gegen das sich bescheiden, ein Gedicht.
Tischrede des Dichters im zweiten mageren Jahr. Ihr, die ihr noch nicht ersoffen seid, Genossen, im Schmalztopf der privilegierten Kaste, ach, wie lang schon lag ich euch nicht in den Ohren. Wenn durch den nächtlichen Fernsehhimmel die obligaten Kastraten in eure Kanäle schiffen, wenn auf euren erblindeten Bildschirmen, wo ist denn die Kamera? Wenn auf euren erblindeten Bildschirmen die keimfreien Jungfrauen flimmern, wenn die Sandmännchen vom Dienst durch die Röhre die euch verordneten Schlaftabletten reichen, das alles noch mag hingehen, Genossen, aber wenn sie euch abfüttern mit ihren verfluchten ideologischen Wassersuppen, die feisten Köche, dann quält mich doch, ich gebe es zu, Heißhunger nach eurem Hunger, Genossen, auf schärfere Sachen. Stück Fleisch in die Zähne, wollet euch erinnern, fast fettlos gebraten, das Salz erst zuletzt dran, damit nicht auslaufen die himmlischen Säfte. Dazu mein Salat mit gehörigen Mengen an Cayenne-Pfeffer, der lang nach dem Essen den Gaumen noch foltert. Zitronen und Knoblauch im Dampf des Olivöls schwimmen geschlachtet, die roten Tomaten Arm in Arm mit den Gurken. Zur Hochzeit in knackigen Kähnen des grünen Salats und Salz. Und Salz, die Weisheit gestorbener Meere, das wohlschmeckende, das ungesunde Salz. Und wie wir dann lässig die Milch in uns schütten, die sanfte, die gute, aus bauchigen Bechern, da könnt ihr was lernen, ihr Arschlöcher. Oh, wollet, Freunde, euch bitte erinnern, es munden dem Volke die fetten Ochsen seit je in der Pfanne und nicht im Amte. Unter uns gesagt, startet denn wirklich unser nächstes größeres Fressgelage, Genossen, erst beim Leichenschmaus am Grabe der Revolution? Abhauen sehen aus der DDR. Ich kam 1953 in die DDR. Da waren die Nazis schon weg. Keine Träne nachgeweint. Die Kapitalisten weg damit. Großgrundbesitzer weg damit. Die Ärzte die Großbauern, na ja, wenn sie unbedingt nicht wollen. Aber was ist mit den Arbeitern, mit den Bauern, mit den Intellektuellen?
mit vielen empfindsamen, fortschrittlichen Leuten, die oft dunkle, verworrene Vorstellungen hatten, wie wir doch alle mehr oder weniger, die aber doch eigentlich hätten begeistert werden können, am Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft teilzunehmen. Daraus kann man noch lange kein Gedicht machen oder ein Lied. Aber wenn der gesellschaftliche Vorgang sich überschneidet, ein Rudiment der antiautoritären Erziehung, mach ruhig weiter, das war schön. Wenn also die gesellschaftliche Dimension sich überschneidet mit dem persönlichen Erlebnis, das einem ans eigene Herz fett geht, dann ist natürlich ein Lied, ein Gedicht möglich und fällig. Und ich schrieb damals, als der Sohn meines Freundes, meines Genossen Robert Havemann, nach drüben abhaute, ein Lied. Flori Have hatte damals beim Einmarsch in die Tschechoslowakei eine tschechische Fahne aus dem Fenster gehängt und wurde dafür verhaftet und verurteilt und eingesperrt. Er kam dann raus, es war sehr schwer für ihn, wieder Fuß zu fassen. Und eines Tages war er dann plötzlich weg. Das war sehr schmerzhaft. Eben nicht nur im allgemeinen politischen Sinne, sondern auch im sehr persönlichen Sinne. Und ich schrieb damals ein Lied, mit dem ich euch jetzt nicht behelligen will. Ich will ein paar Strophen singen, wenn ihr Lust habt, die mir heute noch wichtig sind. Habe 2 Meter Mann, das brave, das uralt kluge Kind. Nee, das ist ja auch zu tief, Entschuldigung. Es ist heute meine erste Vorstellung. Ich bin noch nicht in der Routine eines alten Konzertgangsters. Der kleine Flori habe 2 Meter Mann, das brave, das uralt kluge Kind, ist abgehauen nach Westen mit seiner derzeit Festen, wie die wohl rüber sind. Er ist hinüber, enfant perdu. Ach, kluge Kinder sterben früh. Von Ost nach West, ein deutscher Fall. Lass, Robert, lass sein, nee, schenk mir kein ein. Abgang ist überall. Der kleine Flori habe, hier war ein dreister Sklave, dort macht er den linken Clown. Wer abhaut aus dem Osten, der ist auf unsere Kosten von sich selber abgehauen. Er ist hinüber, enfant perdu. Ach, kluge Kinder sterben früh. Von Ost nach West, ein deutscher Fall. Lass, Robert, lass sein, ich schenk mir kein ein. Abgang ist überall. Er war doch sonst kein Plattkopf, war helle unterm Haarschopf und hatte Herz und Witz.
Jetzt sitzt er hinter der Mauer, jetzt ist er meine Trauer. Jetzt glaubt er, dass er vor ihr, nee, das war falsch, jetzt ist er meine Trauer. Jetzt hockt er hinter der Mauer und glaubt, dass er vor ihr sitzt. Er ist hinüber, enfant perdu. Ach, kluge Kinder sterben früh. Von Ost nach West, ein deutscher Fall. Lass, Robert, lass sein, schenk mir kein Ei. Abgang ist überall. Lass, lass in die Binsen gehen, damit wir im Osten sehen, dass der, der abfällt, fällt. Wir machen hier Sozialismus, trotz Rotz und Stalinismus, und öffnen uns noch die Welt. Ach, kluge Kinder, von Ost nach West, ein deutscher Fall. Lass, Robert, lass sein, Abgang ist überall. Die DDR auf Dauer braucht weder Knast noch Mauer. Wir bringen es so weit. Dann in Massen die Menschen und gelassen sind wir drauf vorbereit. Ich scheiß was auf meine Lieder, sie bringen ja nicht wieder all die verloren sind. Trotz alledem, ich bleibe und sitze hier und schreibe für Flori Havelkind. Er ist hinüber, enfant perdu. Ach, kluge Kinder sterben früh. Von Ost nach West, ein deutscher Fall. Lass, Robert, lass sein, schenk mir was ein. Abgang ist überall. Ja, dieses Lied. Dieses Lied war nötig. Bitte. Das finde ich sehr richtig. Diesen Hinweis aus der Bevölkerung, wie wir es in der DDR nennen. Du wirst gleich sehen, dass man dich gleich verdächtigen wird. Ich hätte dich bestochen, damit du mir die Stichworte gibst. Aber so dramatisch ist es ja alles gar nicht. Jedenfalls nicht hier im Saal. Dieses Lied hat mir in der letzten Zeit immer weniger gefallen. Sonst hätte ich euch auch mit sämtlichen Strophen behelligt. Ich wollte es euch nur vorführen, damit ihr es noch mal vor Augen habt. Eben. Wieso kann man auf einen jungen Mann, der 18, 19, 20 Jahre ist, sagen, er ist hinüber? Das wird sich erst mal zeigen. Und, wie bitte? Tja. Ich bin in der letzten Zeit durch eine Entwicklung in der DDR
schmerzhaft darauf hingewiesen worden, dass dieses Lied nicht hinreichend ist. Denn ich habe bemerkt, dass dieses Lied ja eigentlich nur verdonnert, verurteilt, was richtig ist, meiner Meinung nach, aber eben nicht auch die Gründe akzeptiert, warum Leute überhaupt weggehen wollen. Ich glaube, dass man das tun muss, um vernünftig und mit Erfolg gegen die Republikflucht, gegen die ich natürlich nach wie vor hundertprozentig bin, zu argumentieren. Man kann das nicht so schlenkrig abtun und sagen, der ist nur hinüber. Diese schlenkrige Redeweise, falls es jemanden von Ihnen, von euch interessiert, die kommt auch mehr aus der Trauer als aus der ideologischen Kraftmeierei. Aber es gibt in der DDR in der letzten Zeit eine wahrhaft traurige Massenbewegung, nämlich die sogenannten Ausweiser. Leute, die sich so nennen, weil sie einen Antrag stellen auf legale Ausweisung aus der DDR. Und das geschieht in einer Zeit, wo im Westen die Krise blüht, Arbeitslosigkeit, soziale Unsicherheit, was den meisten Menschen in der DDR sehr wohl bekannt ist. So dumm sind die nicht. Na. Gott sei Dank, andere Schwierigkeiten, für mich wichtigere, interessantere, aber das ist mein Problem und mein Land. Leute also, die sehr wohl wissen, dass sie nicht in ein gemachtes Bett fallen werden. Und obwohl sie in einem Land leben, in dem es allerdings soziale Sicherheit gibt, Stabilität, was für die Intellektuellen vielleicht nicht so wichtig und kostbar ist, aber für die Arbeiter, für das arbeitende Volk eine sehr kostbare Sache. Aber wie kommt es, dass gerade jetzt, wo es wirklich in der DDR besser wird, und nicht nur, weil es im neuen Deutschland steht, das kommt natürlich noch strafverschärfend hinzu, wie kommt es, dass so viele Menschen, junge Menschen und nicht nur irgendwelche Idioten, Querköpfe, Nazis oder sowas, die sind nämlich längst weg, Gott sei Dank, die habt ihr hier auf dem Hals. Wie kommt es, dass sie weg wollen? Und das erledigt sich eben nicht mit dem Flori Havelied. Und das hilft auch nicht, dieses Lied, den Leuten, die wirklich gehen wollen. Es ist mehr eine ideologische Krücke für die Leute, die da bleiben wollen. Das habe ich nicht getan. Jawohl. Jawohl, jawohl. Jawohl. Du, ich darf dich auslachen. Ich werde dich niemals erschlagen, aber ich darf über dich lachen. In Berlin, hast du denn noch nie die Tausenden von russischen Panzern gesehen? Ja. Viel näher als du, mein Freund. Ja, ich habe... Ja, mein lieber Freund, jetzt missbrauche ich meine Phonstärke. Ich habe die russischen Panzer gesehen, in verschiedensten Phasen des Geschichtsprozesses. Mein erstes Erlebnis in der DDR, als ich rüberkam als 17-Jähriger 1953, war der 17. Juni. Ich habe davon sehr wenig verstanden,
weil ich sehr jung und naiv war, wenn auch kommunistisch erzogen, und aus meiner heutigen Sicht, die viele Wandlungen durchgemacht hat. Das wird ja wohl erlaubt sein. Würde ich genauso wie mein verehrter Meister Brecht, den ich nie gesehen habe persönlich, wenn die russischen Panzer kommen am 17. Juni und die faschistische Dimension, die auch in diesem 17. Juni war, niedermachen, würde ich verzweifelt und mit Tränen in den Augen die Mütze runterreißen und diese Panzer begrüßen. Denn dieser 17. Juni hatte durchaus einen gefährlichen Januskopf. Er hatte zwei Gesichter. Er war schon ein demokratischer Arbeiteraufstand und noch eine faschistische Erhebung. Bedauerlich, dass hier im Fernsehen das, was der junge Mann dort oben auf der Tribüne sagt, nicht zu hören ist, weil er leider kein Mikrofon hat. Es wäre sehr lehrreich, denn er sagt schlimme Dummheiten. Ja, das wusste ich auch schon vorher. Ich glaube, solche Diskussionen sind sehr wichtig. Ich will nur hoffen, dass diese Leute nicht in den Besitz von Panzern kommen, sonst würden sie mich... Sonst würden Sie mich und viele meiner Genossen in der SED, deren Mitglied ich nicht mehr bin, und würden den Genossen Dubček niedermachen im Namen des Stalinismus und den Genossen Honecker niedermachen im Namen, ich weiß nicht welcher Theorie. Mit euch bin ich nicht einverstanden. Wenn ihr Lust habt, mache ich jetzt noch eine Sache mit euch hier und dann machen wir Pause. Einverstanden? Das ist die reinste Planwirtschaft. Ich habe meinen Plan erfüllt. Und zwar ist dieses ein Gedicht mit Liedelementen, mit einem Liedrefrain. Ich habe es gerade neu geschrieben und es ist ein sehr wichtiger Beitrag zu der Frage, die von hier rechts kam, womit ich nichts Politisches meinte. Und dieses Gedicht möchte ich ohne alle Sentimentalität und ohne allen Schmus den Arbeitern der IG Metall widmen, die mich eingeladen haben, hier zu singen. Legende vom sozialistischen Gang.
In der DDR gibt es ein geflügeltes Wort, das geht seinen sozialistischen Gang. Das wird von Funktionären oft bierernst gesagt, das geht seinen sozialistischen Gang. Das wird aber auch oft in etwas drolliger Weise gebraucht. Naja, das geht schon alles seinen sozialistischen Gang. Es wird aber auch gesagt, wenn einer zu einem Arbeiter sagt, der einen Kipper fährt, wo Mörtel mit transportiert wird, hör mal zu, ich brauche auf meine Datsche ein bisschen Mörtel, ja, für da eine Senkgrube oder was, und könntest du mir da mal so eine Tonne rüberschlenzen? Da sagt er, ja, ich fahre mal eine kleine Biege über Grünau und dann haut er da die 3-4 Tonnen eben raus. Und dann sagt der Arbeiter auch, ist klar, Kumpel, das geht seinen sozialistischen Gang. Ist ja auch ein bisschen was Wahres dran. Aber darüber sprachen wir schon. Legende vom sozialistischen Gang. Ihr großen Helden macht Pause. Kommt ran. Hört an die Geschichte vom kleinen Mann Paul Kunkel. Klempner, DDR-Prolet, der seit 1945 am Schraubstock steht, im Klinikum Buch die Dreckarbeit macht und dabei singt. Und flucht. Und lacht. Der alte Narr hat sich eingereiht in jene Zahl, die zum Himmel schreit, die Bürger mit Antrag. Ach, viele mal 10.000 wollen alle nach Westen gehen. Sie wollen vom glücklichsten Land der Welt nach dorthin, wo die Krise bellt. Hier, also in der DDR, hier nimmt die Gerechtigkeit anderen Lauf. Mit Staub von 30 Jahren drauf, Pauls dünne Kaderakte im Schrank und alles geht seinen sozialistischen Gang. Das geht, das geht, das geht seinen sozialistischen Gang. Die Kaderleiterin schreckensbleich, der Klinikdirektor ruft mal gleich beim MFS an. MFS, Ministerium für Staatssicherheit, dann MFG, Ministerium für Gesundheitswesen, und beide geben ihm ihr Okay. Wo leben wir denn? Das hat keinen Zweck. Der Mensch muss raus, sowas muss weg. Der BGLer, Betriebsgewerkschaftsleitungsmann, hauptamtlicher Gewerkschaftsfunktionär, der BGLer, wo ist er denn? Der BGLer kommt gerade rein, unterschreibt den fristlosen Kündigungsschein. Aus seiner Mördergrube macht er hier beim Chef kein Herz. Er lacht und stöhnt. Wer hätte das gedacht, dass Kunkel gemeinsame Sache macht mit den Faschisten in Bonn, mit Strauß. Genosse Direktor, der Mensch muss raus. Wir sind hier im Krankenhaus doch nicht krank. Ja, das geht seinen sozialistischen Gang. Das geht, das geht, das geht seinen sozialistischen Gang. Der BGLer trommelt dann mal kurz die BGL zusammen. Kollegen, klar, ihr alle wisst, dass K ein Fall geworden ist für unsere Organe. Ihr wisst auch, warum. Mit 50 Jahren so frech, so dumm, nach drüben will er zum Klassenfeind. Klar, dass ihm keiner eine Träne nachweint. Wir werden auch nicht uns selbst zum Hohn den Mann hier halten mit gutem Lohn. Ich war schon eben beim Chef hoch und hab unterschrieben, der Kündigungsgrund, Herr Kunkel, ist nicht mehr tragbar hier in unserer Klinik. Ich meine, wir haben die Macht hier. Gott sei Dank geht alles seinen sozialistischen Gang.
Das geht! Das geht! Das geht sein! Doch eine Kollegin der BGL steht auf und fragt, warum so schnell? Und überhaupt, Paul Kunkel war ein Arbeitstier seit 30 Jahren. Und für die Kinder, wie du weißt, hat er das Karussell geschweißt. Und dann noch steht ja gar nicht fest, ob man den Paul Kunkel lässt. Ich, nur als Mensch, stimme da nicht zu. Und unterschreiben durftest du, erst wenn wir einverstanden sind. Es gibt Gesetze. Und ich finde das überhaupt ein Ding. Und schon ein Fall für die Konfliktkommission. Das darf nicht auf die lange Bank. Dann geht das seinen sozialistischen Gang. Das geht, das geht, das geht dann seinen sozialistischen Gang. Der Specker starrt die Kollegen an und knirscht mit seinem Kuchenzahn. Na gut, na schön, ich ahnte nicht, dass hier noch einer für den spricht. Und zur Kollegin knurrt er kalt, so wärst du hier bei mir nicht alt in unserer BGL. So nicht. Wer nicht knallhart mit Kunkel bricht, wird spüren, wer in unserem Staat die Macht hat. Und da trat jene berühmte Stille ein, in der die Leute nach innen schreien. Abstimmung, Hand hoch gegen Paul. Der Bonze steht mit offenem Maul. Nicht ein Kollege hebt die Hand. Nun geht es seinen sozialistischen Gang. Nun geht! Nun geht! Nun geht das seinen sozialistischen Gang. In der Gewerkschaft geht es rund, sie reden sich die Zungen wund. Kollegen, Kunkel, das ist klar, dass er ein Feind ist, ist und war. Er will aus dem Staat, der gedeiht. Und wie du keinen bessern findest, der sich dem Wohl des Volkes weiht. Nach drüben will er, wo sie grinst, die Krise. Wer nach drüben will, nachdem er 30 Jahre still genossen hat mit uns das Glück, und will nun in den Sumpf zurück, den lassen wir, wie sah ich's bloß, doch nicht auf unsere Kranken los. Nun stimmt schon zu und macht halblank, dann geht er seinen sozialistischen Gang. Dann geht das seinen sozialistischen Gang. Es bleibt dabei, sie sagen nein. Und alles drohen, alles schreien, der Leitungskader macht ja nur aus Furcht die Leute doppelt stur. Nichts hilft, entlassen werden kann, ohne Gewerkschaft hier in der DDR, hier mein Gebiet, kein Mann. Sonst geht am Ende Kunkel Paul noch vor Gericht und nimmt sich Kaul als Anwalt. Lenin lehrt zum Glück zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Wenn es nicht möglich ist, den K zu feuern, bleibt am Ende ja die Ausweisung nach Westen so. Zum guten End sind alle froh und sind ihn los, diesen Gestank. Und alles geht sein sozialistisches K. Dann geht das sein sozialistischen Gang. Der Brief an Kunkel kommt sehr bald. Zur Klärung eines Sachverhalts wird er geladen und er geht ins MDI, Ministerium des Innern. Und vor ihm steht im vollen Wichs ein Offizier, der sagt, Sie unterschreiben hier, dass Sie freiwillig rübergehen. Paul Kunkel bleibt die Pumpe stehen. Er stammelt, ja, ich meine nein. Wie soll das noch mein Wille sein? Wie kann ich jetzt noch rübergehen,
wo hinter mir die Kumpels stehen. Ich meine hier auf Arbeit, die Kollegen. Nein, nein, lassen Sie. Ich bin auch lieber mitten Mang. Jetzt geht's ja seinen sozialistischen Gang. Jetzt geht's! Jetzt geht's! Jetzt geht's! Sein sozialistischen Gang. Wir machen eine Pause. Was meint ihr? So, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Das ist eine Gewerkschaftsveranstaltung hier und die machen alle Überstunden. Es ist, wie ihr seht oder wie ich sehe, es ist viel länger geworden als im Plan. Ich habe nicht so ein gutes Gespür, noch nicht wieder, dafür, wie lange man noch singen oder so kann. Versteht ihr? Ich meine, wenn ihr noch aushalten könnt, Ich bin auch ganz und gar fit, nicht wahr? Ich war in den letzten Tagen nämlich wirklich sehr erkältet, aber nun ist ja alles sehr gut. Ich habe mich schon erholt beim Singen. So. Ein guter Plan, ein Plan ist immer gut, weil man dann wenigstens genau weiß, was man nicht einhält. Mensch. Ich wollte sprechen über die gesunde Ökonomie, über den guten Seelenhaushalt, diese gute Ökonomie stellt sich dann ein, wenn man nicht nur immer Schläge kriegt, sondern auch welche austeilt. Ich habe die Beobachtung gemacht, an mir und an anderen, dass man von vergleichsweise geringen Repressalien verschiedener Art kaputt gehen kann. Dass man aber sehr viel bestens auf die produktivste Weise aushalten kann, wenn man sich wehrt, wenn man nicht nur geprügelt wird, sondern auch Prügel austeilt. Natürlich möglichst an die richtigen Leute. Die dann am Ende geprügelt werden, sind nie der Meinung, dass sie die Richtigen waren. Es war einmal ein Mann, der trat mit seinem Fuß, mit seinem nackten Fuß in einen Scheißhaufen. Ja, ist ein Kinderlied. Ja, ist es wirklich. Ich habe keine Lust, euch zum Mitsingen zu animieren. Ich will hier nicht mit euch rumdudeln. Aber wenn ihr mal Lust habt, dieses schöne Wort Fuß mitzusingen, dann könnt ihr das doch mal machen. Ja, wollen wir mal? Es war einmal ein Mann, der trat mit seinem... Ja! Wollen wir nochmal richtig so? Also... Morgen steht bestimmt in der Springer-Zeitung Biermann der linke Stimmungssänger.
Als ich vor 12 Jahren in der BRD war, zu meiner ersten Tournee, war ich auch hier in Köln. Da stand in den westlichen Zeitungen, ich weiß jetzt nicht mehr welche es waren, Biermann, Ulbrichts bestes Pferd im Bitterfelder Stall. So richtig ans Herz gedrückt haben sie mich erst, als ich verboten wurde. Aber ich glaube, ihr hier könnt am besten beurteilen, und nicht nur von heute Abend, wo wir uns hier so sehen, dass es Ihnen nicht gelungen ist, mich ans Herz zu drücken. Es war einmal ein Mann, der trat mit seinem Fuß, mit seinem nackten Fuß in einen Scheißhaufen. Er ekelte sich sehr vor seinem einen Fuß. Er wollte mit diesem Fuß kein Stück mehr weitergehen. Und Wasser war nicht da zu waschen. Sein Fuß, für seinen einen Fuß war auch kein Wasser da. Da nahm der Mann sein Beil und hackte ab den Fuß. Den Fuß hackte er ab. In Eil mit seinem Beil. Die Eile war zu groß. Er hat den falschen Fuß. Er hat den sauberen Fuß in Eile abgehakt. Da kriegt er die Wut und fasst in den Entschluss, auch noch den anderen Fuß zu hacken mit dem Beil. Die Füße lagen da, die Füße wurden kalt. Davor saß kreideweiß der Mann auf seinem Steiß. Es hackte die Partei sich ab, so manchen Fuß, so manchen guten Fuß abhackte die Partei. Jedoch im Unterschied zu jenem obigen Mann wächst der Partei manchmal der Fuß auch wieder an. Yeah. Jedoch im Unterschied zu jenem obigen Mann wächst der Partei manchmal der Fuß auch wieder. Aber wann? Ach ja. Also, dieses Lied kommt wirklich auf eine Kinderplatte, die ich mache. Ist schon ein Kinderlied, ne? Also, solange der Fuß abgehackt wird, ist es sowieso ein Kinderlied. Und dann kommt eben die Strophe. Dann kommt die Strophe, wo die Kinder dann sagen können, Mama, was ist eine Partei? Naja, das ist doch schon sehr viel. Ich glaube, dieses Lied wird weniger für die Kinder anstrengend als für die Erwachsenen. Ja. Also. Ich will jetzt das Aja-Lied singen. Und dazu muss ich, weil viele es nicht wissen, wenigstens vorher sagen, dass die Mitglieder des Politbüros der SED nicht dort wohnen, wo die Berliner wohnen, in der Stadt, sondern
in einem Ghetto, eingezäunt von Stacheldraht, Mauern, umgürtet von Kasernen, in Wandlitz. Ich glaube nicht, dass sie dort so ein Luxusleben führen, wie oft die Leute vermuten. Ich glaube, das ist auch nicht der wichtige Punkt. Ich glaube, diese Leute leben viel bescheidener, als sich manche große Kritiker der Bürokratie vorstellen. Das Schlimme ist, dass sie eben so isoliert sind, dass die Arbeiterführer hinter Stacheldraht leben im Arbeiter- und Bauernstaat. Und über diese Tatsache gibt es nur eine Strophe in dem Lied. Es gibt eine Rückkopplung hier. Gibt es nur eine Strophe, aber die Leute in der DDR nehmen sich diese Strophe raus und sagen nicht, singen wir das Aja-Lied, sondern sie sagen, singen wir das Wandlitz-Lied. Vom Morgenrot, vom lichten Morgenrot. Die Generäle, ja gerade die, reden vom Heldentod, vom schönen Heldentod. Oh, 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 oh. Nach seinem Posten schreit und wie der kleinste Bürokrat, der meinste Bürokrat. Sozialismus hat gesiegt, wenn er den Posten hat, wenn er die Freunde hat. Oh, 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 oh. Ah, ja. Die krummsten Hunde, na gerade die, fordern Aufrichtigkeit von uns, Aufrichtigkeit. Die Mümmelgreise, na gerade die, predigen neue Zeit, die große neue Zeit. Lust mitzusingen? Ah, 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 ja. Zu tief, ne? Ah, 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 ja. Die Dicke da sind na und wie mit Kochchauffeur und Haus. Mit Kochchauffeur und Haus! Der Kommunismus brach und wie, für die schon herrlich aus, für die schon gestern aus. Oh, 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 oh. Ah, ja. Die faulsten Schweine, na gerade die, nennen uns stinkend faul, so richtig stinkend faul. Die Lügner führen, na gerade die, die Wahrheit stets im Maul, die Wahrheit frech im Maul. Oh, 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 oh. Ah, ja. Die Mauer steht, na gerade die, es konnte nicht anders sein, konnte wohl nicht anders sein. Doch die Erfinder, na gerade die, bauen sich selber ein, in Wandlitz doppelt ein. Die alten Götter, na gerade die, die liegen auf dem Schrott, na endlich auf dem Schrott. Mit neuen Göttern kommt uns nicht, wir brauchen keinen Gott, auch keinen kleinen Gott. Ah, ja. Die Bürgerfreiheit, na gerade die, die ist hier, also hier in der DDR. Die Bürgerfreiheit, na gerade die, die ist hier abgeschafft, na endlich abgeschafft. Die
wahre Freiheit, sagen Sie, die wäre dafür in Kraft. Die wäre hier in Kraft. Oh. 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 Ah ja. Porträt eines Monopolbürokraten. Ich nicht. Ich nicht. Teile und herrsche. Kennt ihr den Satz? Die Bourgeoisie aber auch. Porträt eines Monopolbürokraten. In deinem Land ist die Revolution. Lebendig, begraben, Genosse, du feierst zu früh. Zu lange schon dauert der Leichenschmaus den Kellnern und Köchen. Von deinen Lippen wehen uns die Fahnen aus Rotwein, ja, schön ist es, das Wort zu ergreifen im Klassenkampf der Trinksprüche. Die Macht in der Tasche, vor Augen den Herzinfarkt, so sehen wir dich die umkämpfte Stellung halten hinter den Bankettbarrikaden. Warum säufst du dich tot für uns? Warum frisst du dich krank für uns? Warum redest du dich kaputt für uns? Verraten dir deine Spitzel nicht, was die Männer von der Müllabfuhr sagen, wenn sie dich vorbeiflüchten sehen in einer Kolonne aus kugelsicheren Staatslimousinen, versteckt hinter Gardinen in den nächsten Bürobunker? Achtung, sagen die Männer von der Müllabfuhr, Bonzen schleudern. Verjagt sind die Ausbeuter. In den Fabriken schuftet das Volk. Dem Volk gehören die Fabriken. Aber wem gehört das Volk? Die Arbeiter schützen sich vor deiner Rache. Warum sonst halten sie in der Kantine die Hand vor den Mund, wenn sie einen Witz über dich erzählen? Die Zeitungsschreiber verachten dich, denn so übertrieben loben sie dich, dass jeder Plattkopf über dich grinsen muss. Die Kinder fürchten sich vor dir in der Schule.
gibt es Ärger und schlechte Noten, wenn sie sagen, was sie zu Haus über dich aufgeschnappt haben. Warum geht dir das Volk so auf den Wecker? Warum schlägt dir die Wahrheit so auf den Magen? Warum ärgert dich die langhaarige Trauer der Jugend? Dieses Gedicht, warum empört es dich? Warum äffst du die Bourgeois nach? Warum zitterst du so vor der Diktatur des Proletariats? Man geht auch dann nicht kaputt, wenn man sich wehrt, in diesem Sinne, dass man lobt, was Fortschrittliches, Gutes in der Welt passiert und sei es auch nicht im eigenen Lande. Ich schrieb damals ein Loblied auf den Prager Frühling, auf die Revolution in der Tschechoslowakei. Ein kleiner Regen hat mich gewaschen. Am Himmel ziehen leere Brauseflaschen. Fabrikschlote wuchern drüben am Hang. Rauchnasen laufen den Wind wie Klang. Wälder sind das da, das nasse Blau. Das da sind Halden, das große Grau. Rot blühen paar Fahnen da auf dem Bau. Das Land ist still. Der Krieg genießt seinen Frieden. Still, still. Das Land ist still. Noch! Die Schieferdächer schachteln sich wirr. Geklammert an Essen mit Eisengeschirr. Starrt das Antennengestrüpp nach West. Vom Sonnenwald steht noch ein roter Rest. Krähen sind das da, was fällt und schreit. Blüten sind unter die Bäume geschneit. Was da jetzt einbricht, ist Dunkelheit. Das Land ist still. Wie Grabsteine stehen die Häuser. Still, still. Das Land ist still. Noch.
dann hing ich im D-Zug im Fenster und der Fahrtwind presste mir Wind in Mund. Die Augen gesteinigt vom Kohlestaub, Ohren von kreischenden Rädern taub. Hörte ich schwingenden Schienenschlag, Lieder vom Frühling im roten Prag und die Gitarre im Kastlan. Das Land ist still. Die Menschen noch immer wie tot. Still, still. Das Land ist still. Noch. Ja, außerdem noch, gibt es in der DDR wirklich sehr stille Ecken, die nicht aus diesem traurigen Sinne still sind. Es gibt in der DDR eine kleine Stadt, die liegt am Achterwasser. Das Achterwasser liegt hinter der Insel Usedom, wo die Peene, der Strom die Peene vorbeifließt, in der Nähe der Ostsee. Und diese Stadt liegt gerade so in einer Ecke, wo die großen Straßen vorbeigehen. Die ist irgendwie vergessen worden. Aber nicht nur vom Sozialismus, sondern auch vom Kapitalismus. Das letzte Wichtige, was dort, glaube ich, passiert ist, da wohnen Fischer und Möbeltischler. Das war ungefähr vor 300 Jahren, kam da mal ein schwedischer Kapitän, der hat den Affen mitgebracht mit einem blauen Matrosenlatz und hat sich da verheiraten lassen. Trauen! Ja! Ja, und dann ist eben dort auch die Losung vom 8. Parteitag. Ballade von der alten Stadt Lassan. Am Peenestrom, am Peenestrom, da liegt ein Wrack aus Holz und Stein, seit 500 gleichen Jahren die alte Stadt Lassan. Die Stadt liegt da auf Grund und träumt und kommt nie los und wird nie flott und möcht gern auf die Ostsee fahren, die alte Stadt Lassan. Die Fischköpfe faulen im Sommer glast und der Kirchturm ist ein stolzer Mast. Die Bäume machen den Wind. Doch nie kommt die Stadt vom Festland los,
auf große Fahrt, das kommt wohl bloß, weil keine Segel da sind. Das kleine Sägewerk frisst den Wald, die Möwen hören auf mit Schreien, da reiten wir auf dem Fischerboot in stillen Hafen ein. Der Diesel tuckert sich sachte aus, wir machen das Boot fest hinterm Wind und steigen an Land und wundern uns, dass wir noch in Deutschland sind. Das ist hier die hochberühmte Stadt, hier hat vor dreimal 100 Jahren der schwedische Kapitän die Sensation, das Affenvieh mitgebracht. Der Aff mit dem blauen Matrosenlatz, der Schwede wurde so schön getraut, da taufte sein Affe vom Kirchturm hoch mit Pisse den Pfaff und die Braut. Und als ich mit Tine den Turm hochstieg, war nix mehr da. Kein Mensch, kein Aff, kein Kapitän, der gerade Hochzeit macht, kein Glockenton und kein Pfaff. Wir konnten mit bloßem Auge vom Turm die Losung lesen am Konsum. Der 8. Parteitag der SED bestimmt unser Denken und Tun. Die Sicht war gut, der Blick war schön, drumrum das Land lag erntesatt. Das Achterwasser stand faul und glatt, weil es kein Schiff drauf hat. Der Holzwurm tickte im Glockenstuhl, wir schwiegen eine Ewigkeit. Ich küsste der Tine paar Tränen vom Mund und pflückte ihr Spinnweb vom Kleid. Der Abend trieb uns mit steifem Wind zum Hafen runter ins Boot. Ich nahm die Kurbel und warf den Diesel an und ab ging es mit dem Kahn. Die Wellen schluckten und spuckten uns aus und über die Bugplanken klatschte die Gischt. Wir küssten uns und wir merkten es nicht, wie hastig die Sonne verlischt. Da schrie meine Schöne und riss mich rum. Was geht da los? Mann, guck das an! Da sah ich die alte Stadt Lausanne im Sturmwind nach Norden fahren. Der Schwede lachte, der Affe hing Kopf unten im Mastkorb und winkte verwegen. Und eine Fahne flattert am Mast, dem 9. Parteitag entgegen. Ich weiß nicht, wie unser Boot die Nacht im Regen den Kurs nach Hause fand. Ich krallte mich an dem Ruder fest, mir war von den Wellen so krank. Und wenn jetzt hier eine Frau wäre, die singen könnte, die müsste dann hier neben mir stehen und singen. Mein Lieber, das machen die hohen Wellen. Das kommt von den Losungen, die du kennst. Du siehst schon Gespenster, wo Menschen sind. Und Menschen in manchen Gespenst. Am Peenestrom, da liegt ein Wrack aus Holz und Stein. Seit 500 gleichen Jahren die alte Stadt Lausanne. Die Stadt liegt da auf Grund und träumt und kommt nie los und wird nie flott und möchte gern auf die Ostsee fahren. Die alte Stadt Lausanne.
So, wir können nun nicht ewig in der Idylle bleiben. Was? Was Kämpferisches. Brauchst du ein bisschen Kraft in die Knochen? Ich glaube, da wird dir auch ein Lied nicht helfen. Ja, man kann auch durch die Lupe der Idylle die Realität sehen, an einem kleinen Punkt. Ich will jetzt gleich das Kunze-Lied singen. Und dieses Lied kann ich leider nicht einfach so singen, ohne zu sagen, dass Rainer Kunze mein Freund ist, dass ich mit ihm solidarisch bin, aber das ist nur die halbe Wahrheit, Kunze ist nicht mein Genosse, er ist mein Freund. In den letzten Tagen, als ich in der DDR war noch, habe ich viel Zeit dafür verbraucht, statt mich vorzubereiten, um mit vielen meiner Kollegen, Schriftsteller, mit Liedermachern, wie mit meinem Freund Gerolf Pannach, dem Liedermacher aus Leipzig, mit dem jungen Schriftsteller Jürgen Fuchs, mit Kuno, auch mit meinem Genossen Havemann, über die Ausschließung des Rainer Kunze aus dem Schriftstellerverband zu reden. Alle meine Freunde unter den Schriftstellern, womit ich nicht sagen will, dass alle Schriftsteller meine Freunde sind. Sind empört von den neuesten Repressalien gegen Rainer Kunze, über die neuesten Repressalien. Sie fühlen sich selbst bedroht, denn Rainer Kunze selbst persönlich geht es bestimmt nicht so schlecht, wie manche Leute es ihm wünschen. Aber sie betrachten die Art und Weise, wie hier ein Schriftsteller gemaßregelt wird, als ein Angriff auf sich selbst. Am letzten Tag, bevor ich abfuhr, besuchte mich mein Freund Jurek Becker, der Autor des Romanes Jakob der Lügner, und hat mich beauftragt, bei jeder öffentlichen Gelegenheit, die ich haben werde, also auch heute, mitzuteilen, dass er, genauso wie viele andere Kollegen unter den Schriftstellern der DDR, leidenschaftlich protestieren gegen den Ausschluss Kunzes aus dem Schriftstellerverband und gegen andere Repressalien. Jurek Becker hat es dabei nicht nötig, mich als Sprachrohr zu benutzen, er selbst hat mir gesagt, dass er jede Gelegenheit benutzt, bei öffentlichen Lesungen in der DDR genau das zu sagen. Jurek Becker und ich waren uns aber auch einig, dass hier, gerade im Fall unseres Kollegen Kunze, kritische Solidarität im wirklichen Sinn des Wortes angebracht ist. Denn die Position, von der aus Rainer Kunze die DDR kritisiert, ist nicht unsere Position. Wir sind Kommunisten. Wir sehen die Schwächen
Die Fehler, die verschiedenen Formen bürokratischer Barbarei in der DDR bestimmt nicht weniger deutlich als unser Freund Kunze, aber wir sind der Meinung, dass die DDR trotz alledem eine große Errungenschaft für die deutsche Arbeiterklasse ist, dass sie kostbar ist, dass der Weg des Sozialismus dort unter Mühen und mit Rückschlägen beschritten wird und dass dieses große gesellschaftliche Experiment wichtig ist und weitergeführt werden muss. Und in diesem Punkt haben wir eben auch eine etwas andere Haltung als Freund Kunze. Um es ein bisschen kurz und deutlich zu sagen, auch für die vielen bürgerlichen Pressemenschen, die versuchen werden, das, was ich hier sage, für sich auszuschlachten. Kunze hat keine faschistische Literatur geschrieben. Er hat nicht zum Krieg aufgehetzt. Alles, was er geschrieben hat über die DDR, ist die Wahrheit. Er hat nicht gelogen. Aber wir sind der Meinung, wir kommunistischen Schriftsteller, dass man auch mit traurigen Wahrheiten über das Leben in der DDR lügen kann, über die einzige Hoffnung, die die Menschheit hat und auch die Bevölkerung der DDR, nämlich den Sozialismus. Ich hoffe sehr, dass alles, was diese Frau gesagt hat, deutlich zu hören war. Es war ein reaktionärer Unsinn in meinen Augen. Diese Pfiffe sind für mich willkommene Begleitmusik. Ihr müsst noch etwas lauter werden. Ich bin allerdings der Meinung, dass das, was in der DDR sich entwickelt, eine sozialistische Gesellschaft ist. Ich bin der Meinung, dass der Sozialismus kein Zustand, sondern ein sehr komplizierter Prozess ist. Und ich bin weiterhin der Meinung, dass Menschen, die solche Ansichten vertreten wie ihr, diesen Prozess in keiner Weise unterstützen können.
So. Und nun das Kunze-Lied als eine deutliche, öffentliche Demonstration der Solidarität mit dem DDR-Schriftsteller Rainer Kunze. Sich nicht in Gefahr begibt, der kommt drin um. An Bitternis mein Soll hab ich geschluckt und ausgeschrien an Trauer, was da war. Genug gezittert und zusammengezuckt, das Kleid zerrissen und gerauft. Das ist zu tief. Meine Stimme ist jetzt schon etwas heiser und ich spiele es etwas höher. Die Wahrheit braucht hellere Töne. An Bitternis mein Soll hab ich geschluckt und ausgeschrien an Trauer, was da war. Genug gezittert und zusammengezuckt, das Kleid zerrissen und gerauft das Haar. Ach du, ach das ist dumm, wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt drin um. Mein Freund, wir wollen dich länger nur, wie marenkranke Götter keuchen ohne Lust. Von Pferdekur zu Pferdekur, mit ewig aufgerissener hellen Brust. Ach du, ach das ist dumm, wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt drin um. Du, wir gehören doch nicht zu denen und lassen uns an uns für dumm verkaufen. Es sind ja nicht des Volkes Tränen, in denen seine Herren saufen. Ach du, ach das ist dumm, wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt drin um. Wir wollen den Streit und haben Streit und gute Feinde viele. Von vorn, von hinten und zur Seite Genossen und Gespiele. Ach du, ach das ist dumm, wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt drin um. Schön finster und schön Licht, gut leben und gut sterben. Wir lassen uns die Laune nicht und auch kein Leid verderben. Ach du, ach das ist dumm, wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt drin um. Ach du, ach das ist...
So, nun haben wir es bald geschafft. Ich habe mir vorgenommen, schon damit es für mich nicht so langweilig wird, bei den 10 Auftritten, die ich in diesen Tagen machen werde, nicht immer dasselbe zu singen. Ihr seid heute durch Willkürakt dazu verdonnert, lauter DDR-Sachen zu hören. Ich habe ein anderes Programm vorbereitet, in dem ich nur Lieder singen werde zum antifaschistischen Kampf in Chile, Spanien, Vietnam. Was? Ja, wisst ihr, das wäre für mich die bequemste Methode, euch loszuwerden. Ich meine, ich kann ruhig das Che Guevara nicht singen. Was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah. Und Liebe, Hass doch nie furchtsam, Kommandante Che Guevara. Sie fürchten dich und wir lieben dich vor dem Kampf, wo der Tod lacht, wo das Volk Schluss mit der Not macht. Nun bist du weg und doch geblieben. Uns bleibt, was gut war und klar war. Wollen wir nicht zusammen singen? Ja? Und Liebe, Hass doch nie furchtsam, Kommandante Che Guevara. Und bist kein Bonze geworden, kein hohes Tier, das nach Geld schielt und vom Schreibtisch aus den Held spielt. In feiner Kluft mit alten Orden, uns bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah. Und Liebe hast auch nie furchtsam, Kommandante Che Guevara. Ja, grad die Armen der Erde, die brauchen mehr als zu fressen, und das hast du nie vergessen. Dass aus den Menschen Menschen werden, uns bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah. Na, wollt ihr nicht, oder was? Also los! Uns bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah. Und Liebe hast doch nie furchtsam, Kommandante Che Guevara. Stern an der Jacke, im schwarzen Bart die Zigarre, Jesus Christus mit der Knarre. So führt dein Bild uns zur Attacke, uns bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah und Liebe, Hass noch nie furchtsam, Kommandante
Che Guevara. Ich will heute Abend das Lob der verschiedenen politischen Sekten singen. Denn ich glaube, man muss das Problem der Sekten, über die sich sehr leicht sagen lässt, dass sie unsinnig sind, auch mal von der produktiven Seite her sehen. Denn ist es nicht so, dass alle diese verschiedenen Gruppen ein Teilaspekt des großen gesellschaftlichen Prozesses zum Zentrum ihres Denkens gemacht haben? Es ist doch an fast allen diesen Gruppen etwas Kostbares dran. Und was falsch ist, ist doch nur, dass sie ihre Erkenntnis, ihre Seite der Sache zur Hauptachse der ganzen Weltrevolution machen wollen. Wenn nämlich an diesen verschiedenen politischen Gruppierungen nicht auch etwas Schöpferisches, politisch Produktives wäre, dann wäre nämlich meine Aufforderung, sich zusammenzutun, eine Phrase. Roten Stein der Weisen gib zu, den gibt's doch nicht, Genosse Augsburg. Den gibt es doch nicht, Genosse Augsburg, du hast ihn nicht gefunden. Wir haben wie blödes Federvieh mit rotem Kamm und Kikeriki zum Gaudi für die Bourgeoisie uns oft genug zerschunden. Der Kampf ist hart und unser Feind ist schlau und hat sich längst vereint, ist schlauer als wir und hat sich vereint und will uns einzeln schlagen. Genossen, sah, fragt nicht penetrant, wie in dem Märchen Hirn verbrannt. Wer ist der Linkste im ganzen Land? Das kann kein Spiegel sagen. Den roten Stein der Weisen gib zu, den gibt's doch nicht, Genosse, auch du, den gibt es doch nicht, Genosse, auch du, du hast ihn nicht gefunden. Wir haben wie blödes Federvieh mit rotem Kamm und Kikeriki zum Gaudi für die Bourgeoisie uns oft genug zerschunden.
erinnert sich keiner. Mensch, wenigstens einer. Muss hier doch einer den Namen noch wissen und wo und wann er starb. In Chile. Der Kameramann. In Santiago im blutigen Jahr. Da fielen so viele zu viel. Und das ist Chile in einem Wort. Ein Mann filmt seinen Mörder beim Mord. Ach, Macht kommt aus den Fäusten und nicht aus dem guten Gesicht. Ach, aus Mündungen kommt die Macht, ja, und kommt aus den Mündern nicht. Genossen, das ist klar, das ist und bleibt auch wahr. Das ist die bittere Wahrheit der Unidad Popular. Das ist uns ein lehrreicher Film geworden. Ich sah das Geschäft der Soldaten, das Morden. Ich sah solche Bilder, die jeder kennt. Das Volk rennt über das Pflaster ums Leben. Und wie die Gewehre die Straßen fegen. Ich sah die Geschosse reißen, die Kinder. Und wie sich die Frauen auf die Toten schmeißen. Und wie sich Proleten hinlegen zum Sterben. Du siehst bei der Arbeit mit der MP. Besonders dies Vieh, dieser Bulle mit Stahlhelm. Ah! Wie der an den Kiefer die Knarre presst. Und wie er sich Zeit lässt beim Zielen, beim Zielen. Der Kameramann zielt genau auf den Mann. Der Mann legt genau auf die Kamera an. Wackelt das Bild, der Film reißt ab. Das ist es, was ich gesehen habe. Ach, Macht kommt aus den Fäusten, nicht nur aus dem guten Gesicht. Aus Mündungen kommt die Macht, ja, und nur aus den Mündern nicht. Genossen, das ist klar, das ist und bleibt auch wahr, das ist die kostbare Wahrheit der Unidad Popular. Die Kugel kam aus der Knarre, die kam aus der Kamera nicht, und unser Kampf geht da weiter, wo dieser Film abbricht. Mit Knarre und Gitarre, Genossen, das ist klar. Und das ist die ganze Wahrheit der Unidad Popular. Thank you.
Ich möchte euch noch ein... Habt ihr Lust, noch ein ganz neues Lied zu hören? Das macht mir selber Spaß, es hier mal aus der Taufe zu heben, ne? Na? Wird es? Okay. Was ist? Nicht, die werden, diese Leute hier arbeiten müssen, die werden uns lynchen. Ja, man könnte sagen, das ist so ein richtiges Lied zum Abwiegeln, aber das will ich gar nicht. Und deswegen habe ich es nicht ausgewählt, sondern weil es mir gut gefällt und weil es eben neu ist. Die neuen Lieder gefallen mir meistens immer am besten. Ihr habt mehr von dem Lied, wenn ich euch vorher sage, dass vor wenigen Wochen mich der amerikanische Dichter Allen Ginsberg besuchte. Und das ist ein sehr sympathischer Mann, der zwar laute Sachen sagt, die ich nicht richtig finde, aber er ist ein prima Kerl und er hat auch schöne Gedichte geschrieben früher. Und wir gingen spazieren über die Friedrichstraße und kamen dann kurz vor dem Bahnhof Friedrichstraße, S-Bahnhof Friedrichstraße, über die Spree. Mancher von euch war ja bestimmt schon mal da und kennt diese Brücke, wo die Friedrichstraße über die Spree geht, ne? Und vielleicht erinnert ihr euch auch, dort gibt es so ein altes gusseisernes Geländer, das stammt wahrscheinlich noch aus der Zeit des alten Wilhelm oder noch älter. Und die Ornamente dieses gusseisernen Gitters, Geländers, kulminieren im Zentrum der Brücke zum preußischen Adler. Nun ja, der Vogel, den Heine so gehasst hat, und nicht nur Heinrich Heine. Und ich habe mal vor einiger Zeit einen Freund gebeten, einen Fotografen, mich vor diesem Adler zu fotografieren. Ich hatte nämlich rausgekriegt, wenn ich mich richtig davor stelle und der hat seine Kamera richtig, dann wachsen mir die gusseisernen Flügel dieses verfluchten Vogels aus den Schultern. Und könnt ihr euch vorstellen? Und dabei denkt natürlich derjenige, der Gelegenheit hatte, sich zu bilden, auch an diese berühmte Geschichte aus der griechischen Mythologie von Daedalus und Ikarus. Ich habe mich vorher mit Freunden unterhalten, die haben gesagt, erzähl unbedingt den Leuten, wenn du dieses Lied singst, wer Daedalus und Ikarus ist. Du darfst keine Rücksicht auf die paar Gebildeten nehmen, die beleidigt sind. Die beleidigt sind,
wenn man ihnen etwas erklärt, was sie schon wissen oder glauben zu wissen. Es sind genügend Leute da, die sich freuen, wenn sie wissen, dass eben der Daedalus und Ikarus Sohn und Vater waren. Die waren auf der Insel Kreta verbannt und wollten gerne wieder weg. Kamen aber nicht weg, waren sozusagen eingesperrt, hatten auch kein Boot. Und da hat der Vater Daedalus die schaue Idee gehabt und hat Adlerfedern genommen und hat die mit Bienenwachs so geschickt zusammengefügt und an den Arm angeschnallt, dass man da, wie es sich in einer so alten Geschichte auch gehört, leicht mit fliegen kann. Aber hat er vorher natürlich, wie das die Väter tun, seinen Sohn gewarnt, mach bloß keine blöden Zicken. Wenn wir fliegen, darfst du nicht zu hoch fliegen, weil du sonst zu nah an die Sonne kommst und dann wird es immer wärmer. In der griechischen Mythologie wird es, je höher man kommt, immer wärmer. Nicht wahr? Naja, und nicht zu tief, dann säufst du ab. Und wie es sich natürlich für einen Sohn gehört, der hört nicht auf den Alten, nicht wahr? Und fliegt natürlich, weil es ihm Spaß macht, hoch und, wie die Moral es will, er versenkt sich seine Flügel, das Wachs fließt auseinander, Flügel gehen kaputt und er macht den großen Abgang ins Meer und ersäuft. So. Straße sacht den Schritt über das Wasser macht, da hängt über der Spree die Weidendammer Brücke schön, kannst du da Preußens Adler sehen, wenn ich am Geländer steh. Dann steht da der preußische Ikarus mit grauen Flügeln aus Eisenguss, dem tun seine Arme so weh. Er fliegt nicht weg und stürzt nicht ab, macht keinen Wind und macht nicht schlapp am Geländer über der Spree. Oh, wisst ihr was, mein Finger ist jetzt ein bisschen kaputt. Also im Finger über der Spree. Seine Frau singen die. Jetzt, Mensch, ich bin jetzt aufgeregt. Ich finde, das ist so neu, das Lied. Und ich muss die zweite Strophe wissen. Entschuldigung, warte den Augenblick, ich kriege es schon hin. Der Stacheldraht wächst langsam ein, tief in die Haut, in Brust und Bein, ins Hirn, in graue Zellen. Umgürtet mit dem Drahtverband ist unser Land ein Inselland, umbrandet von bleiernen Wellen. Da steht der preußische Ikarus mit grauen Flügeln aus Eisenguss, den tun seine Arme so weh. Er fliegt nicht weg und stürzt nicht ab, macht keinen Wind und macht nicht schlapp am Geländer über der Spree. Wenn du weg willst, musst du gehen.
ich hab schon viele abhauen sehen aus unserem halben Land. Ich halt mich fest hier, bis mich kalt dieser verhasste Vogel krallt und zerrt mich übern Rand. Dann bin ich der preußische Ikarus mit grauen Flügeln aus Eisenguss, dann tun meine Arme so weh. Dann flieg ich hoch, dann stürz ich ab, mach bisschen Wind, dann mach ich schlapp am Geländer über der Spree.